Okay, Elder Scrolls 6 wurde angekündigt. Mit einem 30 Sekunden Bildschirmschoner. Spielt wahrscheinlich in High Rock und ich gebe keinen halben Fick drauf. Also reden wir über was Wichtiges. Was haltet ihr von... Nein, ich habe gerade... Ich habe gerade gesagt, dass ich... Es interessiert mich nicht. Es ist mir scheißegal. Elder Scrolls ist für mich tot. Es ist vorbei. Es ist... Und jetzt sind wir demonetisiert. Ganz toll. Gut, machen wir dieses scheiß Video endlich. Also, Elder Scrolls 6. Ich hasse Elder Scrolls 6. Nicht, weil Elder Scrolls 6 Elder Scrolls 6 ist, sondern weil Elder Scrolls 6 nach Elder Scrolls 5 kommt. Okay, ich muss es erklären. Elder Scrolls ist in einer tiefen Abwärtsspirale, die immer weiter nach unten geht und immer schneller wird, wie es aussieht, in denen das System immer und immer dümmer wird. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Magie. In Morrowind hatte ich nicht nur einen ganzen Haufen von Zaubereffekten, die auch außerhalb des Kampfes nützlich wären, wie zum Beispiel fucking Schlösser zu öffnen, sondern ich hatte auch die Möglichkeit, Zaubereffekte zu kombinieren und zu verändern. Ich konnte, wenn ich Schlösser öffnen konnte, einen Zauber erfinden, der 100% aller Schlösser öffnet. Das war ein sehr schwieriger Zauber, der sehr viel Mana gekostet hat, aber ich konnte ihn entwickeln. Ich konnte verschiedene Schadensarten miteinander kombinieren. Ich konnte Anfälligkeit für Feuer und Feuerschaden in denselben Zauber packen. Ich konnte Leuten die Lebensenergie entziehen und sie belasten und sonst irgendwelche Scheiße auf sie zaubern, alles mit demselben Zauber. Bei Skyrim habe ich die Handvoll selber Zauber, nur halt in stärkeren Versionen. Und das war's dann im Grunde. Ich habe pro Zauberschule etwa 3 bis 4 Zauber, die mit jeder Stufe ein bisschen stärker werden und das war's auch so ziemlich schon. Ich habe keine Kreativität, ich habe nichts, was außerhalb vom Kampf wirklich nützlich wäre, ich habe gar nichts. Und das ist das große Problem mit der Elder Scrolls Serie. Oder ganz allgemein mit Bethesda Games. Die haben als Nischentitel angefangen und haben sich immer breiter und breiter und breiter entwickelt, sodass sie für den Otto-Normalverbraucher besser zugänglich sind. Das heißt aber auch, dass alle Ecken und Kanten abgefeilt werden müssen. Ecken und Kanten, die ich sehr gemocht habe. Skyrim ist ein Spiel, das kannst du einfach aufnehmen, dir wird die Hand gehalten bis zum geht nicht mehr am Anfang, damit du auch ja verstehst, wie das Spiel funktioniert. Und dann wirst du auf eine Spielwelt losgelassen, die nicht wirklich eine Herausforderung ist. In Morrowind wurde gesagt, ja okay, schließ dich einer von den Gilden ein, guck mal was passiert. Wenn du stirbst, Pech gehabt, hast dann noch einen Savepoint irgendwo bestimmt, wenn du aufgepasst hast. Und ich will gar nicht davon anfangen, wie benutzerunfreundlich Daggerfall am Anfang ist. Wenn du nicht gegen die Ratte verreckst, weil dir niemand sagt, dass du die Maus schwingen musst, als wäre eine große, fette Spinne drauf, du willst das Ding einfach nur loswerden, um anzugreifen. Stirbst du an dem fucking Imp, weil du keine Magierklasse genommen hast, weil dir niemand gesagt hat, dass im fucking Start-Dungeon Wesen sind, die du mit deinen normalen Waffen nicht töten kannst? Ja, das war in einem Elder Scrolls Game. Jetzt kannst du Geister mit jeder dahergewichsten Waffe töten, die du irgendwo gefunden hast. Es ist lächerlich. Alle Komplexität wurde aus den Spielen rausgezogen. Nehmen wir mal als Beispiel magische Artefakte, wo ich gerade sowieso einen Lauf habe. Magische Artefakte waren in Morrowind wirklich richtig geile Scheiße. Sicher, du hast magische Wurfsterne und magische Kriegshelme in irgendwelchen Müllkisten gefunden, was keinen Sinn gemacht hat, aber hey. Aber außerdem hast du das kleine Problem gehabt, dass richtig coole Rüstung, wie zum Beispiel dädrische Artefakte oder allgemein dädrische Rüstung, extrem schwer zu bekommen waren. Und diese auch entsprechend mächtig waren. Jetzt ist die Haut des Erretteten etwa so gut wie die Startrüstung von der Dunklen Bruderschaft. Nein, wirklich. Die Rüstungswerte sind identisch am Anfang. Die Effekte sind fast identisch. Ich kann als guter Verzauberer bessere Rüstungen herstellen und verzaubern, als ich in-game finde. Ich kann, ohne auch nur jemals einen Daedra in meinem Leben gesehen zu haben, daedrische Rüstungen herstellen, indem ich Ebenerz und Daedra-Herzen bei Händlern kaufe. Ich schlüssel das nochmal für euch auf, weil ihr nicht versteht, warum ich das gerade ein bisschen behindert finde. Ihr könnt die Herzen von dämonischen Wesen und das kristallisierte Blut eines gefallenen Gottes bei Händlern kaufen. Ihr geht zu Oma Hilde in den Apothekenladen und die hat das Herz eines größeren fucking Höllendämons auf dem Tisch liegen. Um es kurz zu halten, The Elder Scrolls hat ihren Zauber für mich verloren, was innerhalb dieser Konferenz sehr schön dargestellt wurde, dadurch, dass man nur 30 Sekunden eines fucking Screenshots-Screensaver-Bullshits hat, nachdem Skyrim für 6 Jahre lang totgemolken wurde. Und in derselben Konferenz wurde außerdem angekündigt, dass ja, wir machen ein Fallout-Game und es ist komplett online. Das wäre so wie auf ein Rammstein-Konzert zu gehen und eine alternative Jazzband zu finden. Sachen funktionieren nicht.
Ein gewaltiger Teil der Fallout-Fanbase will ein vernünftiges Spiel mit guten Rollenspielaspekten und keinen Shooter mit einem bisschen Fallout-Skin draufgesprüht. Was man bekommt, ist wahrscheinlich ein Battle Royale Online-Shooter. Ich habe kein Vertrauen in Bethesda, ein vernünftiges Elder Scrolls-Game rauszubringen. Darum ist mir dieser Trailer relativ scheißegal.